Also ich persönlich habe jetzt endgültig die Schnauze voll von Teilnahme an irgendwelchen Gruppen oder Communities im Internet. Ich habe die Schnauze sowas von gestrichen bis oben hin voll. Gestern hat mich wieder einer angeschrieben in einer Organisation, in der ich mich jetzt auch aktiv angeboten habe, mich zu beteiligen. Da habe ich also mit sehr viel Aufwand und sehr viel Überlegung dann doch auch im Schnitt, also im Zusammenschneiden des Videos, habe ich ein Vorstellungsvideo gemacht und hat schon mal keine Sau drauf reagiert. Ich meine, wenn ich in eine neue Gruppe beitrete, dann ist, oder wenn ich eine Gruppe habe und es tritt jemand neu bei, dann ist das Erste, was ich tue, ich schreibe ihn an und sag: Hallo, grüß dich, willkommen bei uns und schön, dass du da bist, und ich bin der sowieso, mein Pseudonym ist sowieso, und ja, lass uns mal sehen, viel Spaß, wenn du Fragen hast, wende dich an mich oder an uns und bla bla. Aber nein, dieser eine Typ hat mich dann gestern angeschrieben, nachdem er nach 14 Tagen auch einmal die Zeit hatte, sich von einem neuen Mitglied ein Vorstellungsvideo anzuschauen, und dann geschrieben, naja, für den Anfang gar nicht schlecht oder für den Anfang ganz passabel, so in dem Tonfall, und was das am Schluss geheißen haben solle, dass ich mich da ja mehr oder weniger auch ausgelassen habe darüber, dass sich keine Sau bei mir meldet und sich keiner befleißigt fühlt, sich mal vorzustellen. Ich habe mich zum Beispiel angemeldet dann in einer Regionalgruppe. Da hat die Dame, die dort zuständig ist, die Frau, hat es auch nicht für nötig befunden: Hallo, willkommen in unserer Gruppe Bayern. Ja, was ich machen würde, wenn da ein Neuer kommt, dann begrüße ich den doch. Na nix, das ist vollkommen scheißegal. Dann habe ich dort auch einen angeschrieben aus der Nähe und mich nochmal vorgestellt. Auch nichts, nichts. Leute, wenn jemand in einer Community beitritt und sich auch anbietet, dort teilzunehmen, dann würde ich mich freuen drüber, und dann würde ich ihn begrüßen, und eben aber auch in einer Form, die einer reifen Kommunikation entspricht. Ja, also ich bin wieder so platt. Also jetzt ist Ende. Ich mache jetzt meinen eigenen Stiefel und ich biete mich auch nirgendwo mehr an. Was soll das? Leute, wenn ihr nicht kommunizieren könnt, wenn ihr nicht eines Anstands und eines menschlichen Respekts dazu fähig seid, ich hab's schon hunderte Male gesagt, dann werdet ihr euch auch mit euren Gruppen keinen Erfolg haben. Ich bin sowas von angepisst und bin sowas von sauer. Ja, sowas, nein. Na, man wird ja sehen, was da draus wird. Ich rede mir den Mund franz und mache dazu auch Videos. Die schaut sich natürlich keiner an. Kein Mensch schaut sich überhaupt einmal den Hintergrund einer Person an. Man schaut sich nur vordergründig an, was man gerade so geboten bekommt. In meinem Fall von mir aus jetzt ein Video, schaut sich das an, fällt sein Urteil, verhält sich noch oberlehrerhaft und unangemessen. Ja, dieser eine Typ, bloß weil er umgehen kann mit Film und Medien, glaubt er schon, den anderen da beurteilen zu können, der Kasperl, der Eingebildete, aber der ist wahrscheinlich auch, naja, lass mal das. Also ich habe jedenfalls jetzt gestrichen die Schnauze voll, ich werde mich an keiner Community aktiv mehr beteiligen oder an irgendeiner Gruppierung. Erstens kostet es mich ja auch Kraft, und ich habe wirklich da auch Kraft investiert gehabt, aber das interessiert, schaut sich ja keiner an, fragt keiner nach, interessiert keine Sau. Wenn du dazukommst, dann bist du halt einfach irgendwo, vielleicht kommt dann noch das Argument, ich habe keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Das ist aber genau das, was auch kritisiert wird an unsere Gesellschaft, dass wir keine Zeit haben, uns mit unserem Gegenüber zu beschäftigen, dass wir keine Zeit haben, und dass es ja so schlimm ist, dass die Menschen sich nicht aufeinander zubewegen und einander respektieren und ernst nehmen. Ja, wenn es in einer Gruppe, die sowas vielleicht auch vorhat, schon nicht funktioniert, ja, sowas von angepisst bin ich, sowas von angepisst. Ich werde es auch Pissvideo nennen jetzt hier. Ich nenne es ein Pissvideo, und so stelle ich es auch ein. Ich habe auch keinen Bock mehr, die ganze Scheiße immer wieder runterzuschlucken, die hier passiert. Jetzt reicht's mir. Wirklich wahr. So eine Scheiße. Verdammt nochmal.
Und ja, ich stell's bei YouTube so ein. Mir ist das vollkommen scheißegal. Ich hab einfach Lust, das zu tun. Und warum ich's tue, das geht ja keine Drecksau was an, oder? Also bitteschön, also bitteschön. Dann hatte ich übrigens in diesem Vorstellungsvideo zu einem Video verlinkt, das ich ja ausgelöst eben wieder durch diese mangelnde Kommunikation extra erstellt habe. Also des Prozesses, der da im Hintergrund gelaufen ist, dass sich keine Sau gemeldet hat. Und in diesem Video erläutere ich also noch einmal aus meiner Sicht, warum es krankt in der Kommunikation und warum deswegen auch Gruppen und Aktionen keinen Erfolg haben werden. Und die werden auch keinen Erfolg haben, jedenfalls nicht in dem Sinne, wie sie es vielleicht sich denken. Die werden weiterhin dahin plätschern, aber sie werden halt durch ihre mangelnde Kommunikationsfähigkeit, dass sie sind Kommunikationskrüppel. Kommunikationskrüppel. Wer sich in der elektronischen Kommunikation nicht höflich und anständig benehmen kann, ist ein Kommunikationskrüppel. Und der braucht gar nicht jammern und schreien, dass sich nichts bewegt. Der muss einmal an sich an der Nase fassen, wenn man was anderes tun, muss einmal seine Kommunikationsfähigkeit bilden. Leute, kapiert ihr nicht, ohne Kommunikation geht nichts. Da könnt ihr noch so fit sein, im Filmeffektchen machen und im Kongresse organisieren und weiß der Teufel was und Leute einladen und über Theorie von was weiß ich alles zu quatschen. Aber wenn ihr nicht kommunizieren könnt, mit euren Mitgliedern vernünftig kommunizieren könnt, sondern euch eher mit euren eigenen Lobhudeleien beschäftigt und euch gegenseitig im kleinen Kreis euch die Bäuche streichelt, da geht nichts vorwärts, da braucht's euch nicht wundern, verdammt nochmal, hab ich die Schnauze voll.